Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Bevor ich losziehe, wollte ich euch nur einen kurzen Überblick geben, was hier so passiert ist ohne euch. Nicht viel, aber doch eine Menge. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Ja, ich habe mal angefangen wegen der Legionsrüstung und habe dafür die 5 perfektionierten schweren Polster hergestellt. Also jede Menge Elefanten geklopft, damit wir halt da dran kommen. Jetzt fehlt uns natürlich Sternmetall und schwarzes Eis. Alchemistische Substanz müsste jetzt fertig sein. Und ich habe das eine Haus da drüben jetzt auch in unseren Baustil gemacht. Also nur wieder die Baumaterialien ausgewechselt. Und oben drin ist jetzt unsere Münzen- und Flaschenproduktion drin. Da muss ich hin. So, das sollte dann, glaube ich, auch reichen für die Rüstung. Warum läuft... Ach, da. Stein. Können wir die auch noch eben wieder anschmeißen? Ja, also wir brauchen jede Menge Sternmetall, nein, Quatsch, und andere Schönheiten, um uns da oben eine Hütte zu bauen. Habe ich hier schon mal 500 Holz, 300 Stahlverstärkung, 1500 verstärkte Ziegeln eingepackt, dass wir uns da oben im Schnee eine kleine Hütte bauen können. Weil wir werden ja wieder, oder ich zumindest, kann ja mal davon ausgehen, dass ich eine Stunde oder so da oben rumstehe. Holz, Metall werde ich mir dann da oben farmen. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt mit meinen Begleitern auf den Weg Richtung Schneegebiet und wir sehen uns dann, ja, ich denke oben, da wo der Schnee anfängt, da sehen wir uns dann gleich wieder. Ach ja, Rüstungsmeister. Die Reise wollte ich auch anfangen und habe dann festgestellt, für die Werkbank des Großmeisters, ja, ich glaube, mein Schmiedegebäude ist auch zu klein. Aber das ist ein Problem für einen anderen Tag. Gut, ich renne jetzt mal das erste Stück ohne euch und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder zurück. Ich liebe es hier oben. Sind wir mal ehrlich, die ganzen Viecher, die hier oben rumrennen, die sind alle völlig irre. Da war, glaube ich, der Eingang zum Dungeon, wenn ich mich nicht irre, ne? Oder war der hier hinten? Ach, ich weiß es alles nicht mehr. Ja, jetzt suchen wir uns hier oben mal einen Platz. Ich höre schon wieder so einen dämlichen... Nein, doch nicht. Ja, ist schon wieder ein Säbelzahnkatze. Bin eigentlich nur durchgerannt. Hier oben an Bären, Mammuts, Säbelzahn, Tigern und durchgeknallten Elchen vorbei. Was knurrt mich denn jetzt schon wieder an? Da ein Wolf. Hier oben hat man echt keine Ruhe, ne? Zum Glück kann ich noch meine... Wo wollte ich denn jetzt lang? Da lang. Aber ich glaube, hier war noch nicht der Eingang. War hier die... irgendeine der beiden Schluchten. Na, vielleicht finden wir hier schon mal das erste schwarze Eis. Hat gerade einer mit Steinen nach uns geschmissen? Ah ja, hier ist dieses komische Lager. Gab's da nicht auch irgendwas? Ein Rezept oder so?
Nee, das war am Eingang von dem Dungeon. Richtig? Ich meine kurz davor. Naja, wenn nicht, gehen wir hinterher nochmal gucken. Aber jetzt im Moment würde ich erstmal gern ein Lager aufschlagen. Ja, und dann, ja. Weiß ich auch nicht. Aber alles noch besser als ein Mammut. Mammuts und Elefanten, die sind es. Wahnsinn. Wie viel? Da ist schon eins. Oh Gott. Komm, kämpfen wir dem Säbelzahn. Und wir rennen dann vorbei. Ich habe hier oben, hatten wir auch beim letzten Mal unsere kleine Hütte gebaut. Haha, doofe Katze. Ich weiß noch nicht, ob ich Säbelzahntiger-Babys hole. Ach, jetzt kommt wieder der irre Elch. Ja, die Elche, die haben irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwas stimmt mit deren Ego nicht. Bisschen falsche Selbsteinschätzung. Da ist doch... Nee, das ist nicht. Ach, echt jetzt. Du hast hier oben echt... Oh. Also wer sich hier oben freiwillig eine Base baut... Respekt. Also ich meine jetzt zum dauerhaft Leben. Was? Nein! Lass das kleine Vieh in Ruhe. Das ist mir nur versehentlich ins Häutemesser gerannt. Hör jetzt auf! Ja, da oben Dorf hatten wir, glaube ich, gebaut. Da an dem Dingelchen da. Da suchen wir uns gleich. Oh, nee. Wie kommen denn an den Katzen jetzt wieder vorbei? So, hier am Rand. Da haben wir doch keine Zeit für sowas. Oh. Wo kommst du denn her? Oh, ich weiche den Katzen aus. Und springt erstmal in so einen Rudel hier rein. Das ist die nächste Katze. Und noch eine. Das ist furchtbar, Junge. Natürlich habe ich keine Quest für Katzenwesen oder Häuten. Ich hätte mal vielleicht neu auswürfeln sollen. Bisschen Kohle hätte ich vielleicht noch. Lass uns mal hier hochklettern. Und dann suchen wir uns hier ein schönes Fleckchen Erde. Oh Gott. Noch haben sie uns nicht bemerkt. Vielleicht kommen wir ja so vorbei. Da oben ist der nächste.
jetzt gleich Steine holen, wenn wir welche brauchen. Da oben saßen auch irgendwo Katzen rum. Da hinten. Da ist noch eine Katze. Ich glaube, hier sind jetzt überall Katzen. Gehen wir hier rüber. Wo? Ist doch nichts in der Nähe. Hier habe ich beim letzten Mal Schwarze Eis habe ich schon bekommen. Sternmetall. Aber es kann auch irgendwo da hinten runterkommen. Ist das hier gerade genug? Kann man schon nicht sehen. Also richtig gerade ist das hier nicht. Können wir ein Haus hinbauen? Das lässt sich echt schlecht sehen im Schnee. Nee, das ist gar nichts gerade. Da oben ist schon der Vulkan. Die eisigen Hänge. Ich glaube, ich versuche mal hier. Wo ist er? Das hier hatte ich mir ausgeguckt. So schief. Groß machen wir es denn? Vier? Oder fünf? Dreierbreite. Geht mal darüber bitte. Kannst du dich mal drehen? Wie sieht denn das aus sonst? Cool wäre natürlich, wenn jetzt direkt Meteoritensturm wäre. Hätte ich nichts gegen. 1, 2, 3, 4, 3 mal 4. Ich glaube, hier kommt ja eigentlich nichts rein. Ne? So, eine Tür. Komme ich da durch? Dann machen wir da drüben mal ein Fenster. Falsch, ne? Nee, war richtig. Türe haben wir noch nicht, ne? Schon schön, aber
Wenn ich schon so viel Baumaterial mit mir rumschleppe. Richtig verschwenderisch, oder? Nee, das könnte ich machen. Nee, nee. Da muss ich alles wieder farmen. Nee, 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 nee. So eine kleine Berghütte hier, die reicht. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt warte ich. Keine Ahnung, eigentlich brauchen wir die Hütte auch nicht, ich weiß gar nicht. Schwarzes Eis können wir schon mal besorgen. Wo ist meine Spitzhacke da? Bleib du auf deiner Seite, ich bleibe auf meiner. Hier gab es doch auch schwarzes Eis. Können wir vielleicht auch mal einen Kühlschrank demnächst bauen? Ach ja, hier. Ja, schon fast vergessen gehabt. Ja, da drüben war der Steinmover. Ich meine, wir lernen dann eine Rüstung. Aber ich weiß nicht mehr. Irgendwas musste man da lesen. Ein bisschen normales Eis kann man ruhig auch mitnehmen. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht wieder anderthalb Stunden. Bis so ein Meteoritenschauer runterkommt. Irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass es da eine Mod für gibt. Die würde ich mir, glaube ich, sonst runterladen. Ist das hier irgendwas Besonderes? Nee, ne? Doch. Totems, okay. Und der Tempel des Frosts. Mit den Riesen. Greift er uns an? Ja, tut er. Bei Krom knitzen sie. Junge, du wirst angegriffen. Oh Gott, ich hau daneben. Die Riesen sind so schön langsam. Perfekte Opfer. Was kriegt man eigentlich bei denen raus? Wahrscheinlich Menschenfleisch. Dicke Haut. Dicke Haut. Hallo, lieber Riese. Ich würde dich gerne häuten. Und Eis. Okay. Die sind so cool. Die Riesen. Da hinten ist noch einer. Ladies. Schnappt ihn euch. Ich stehe schon bereit mit meinem Messer. Es ist gar nicht so kalt hier. Die müssen das noch üben. Seht ihr? Gib mir dein Stuff und gib mir deine Haut. Ich will Riesenhaut. Ja, ich glaube, da vorne wird es gleich nochmal kälter. Richtig? Irgendwo hier auf der Treppe. Sehr kalt. Machen wir mal da. Und zack, schon ist sehr kalt weg.
Ich glaube, es gibt so ein Schild, so ein Totenschild oder wie die heißen. Oder Begräbnisschild. Auch nochmal für Hitze. Da weiß ich aber nicht, wie der heißt. Und dann muss ich wahrscheinlich noch 20 Mal das Krokodil machen. Oder ich habe ihn schon. Das kann natürlich sein. Ich habe ja schon so drei Schilde oder so. Noch. Wieso höre ich hier Säbelzahntiger brüllen? Fehlt nur noch, dass ich Gandalf höre. Der löst sowieso schon Halluzinationen bei mir aus. Brauche unbedingt mehr Katzen. Wie viel schwarzes Eis haben wir denn jetzt? Für eine Rüstung sollte das reichen, ne? Denke ich. Gewürzte Austern. Der vornehme Riese. Isst gewürzte Austern. Jo, ich würde sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Aufnahme jetzt eben pausiere. Dann nochmal eine neue Aufnahme anfange. Mich hier oben hinstelle und einfach einen Zeitraffer mache, bis Meteoriten runterkommen. Allerdings, wenn ich jetzt 1,5 Stunden hier stehe und 1,5 Stunden aufnehme, wer guckt sich so einen Zeitraffer an? Selbst wenn ich den auf dreifach stelle, geht er immer noch eine halbe Stunde. Ich weiß es nicht. Okay, ich mache hier mal einen kurzen Schnitt. Jo, da melde ich mich mal wieder zurück. Ja, die mit der Timelapse, das hat keinen gegeben. Dem Aufmerksamen von euch ist es wahrscheinlich vorher schon aufgefallen, doch bevor es mir aufgefallen ist. Ich hatte überhaupt keinen Bogen und keine Sprengpfeile dabei. Selbst wenn jetzt ein Meteoritenschauer gekommen wäre, ich hätte die Dinger gar nicht öffnen können. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich dann eben zur Base zurück teleportiert. Hab mir den Frostschutzbogen geholt. Hab jetzt schon wieder Frostschutz gesagt. Und ein paar Sprengpfeile hergestellt. Und ja, jetzt stehe ich seit gut einer Stunde hier oben rum. Geht zwischendurch immer mal wieder gucken, hau die Riesen um. Hier und da drüben in dem Lager. Sammle ein bisschen Eis und schwarzes Eis und ja, die Sachen von den Riesen. Und langweile mich hier halb zu Tode. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist echt schon nervig. Und sollte ich nochmal durchspielen, ein neues Let's Play anfangen oder auch in diesem Let's Play hier, in dieser Staffel weiteres Sternmetall benötigen, dann werde ich entweder, wenn ich mich nicht irre, kriege ich aus den Schlangen, den Waffen der Schlangen im Vulkan auch Sternmetall raus. Aber dafür brauche ich halt einmal die Rüstung. Werde ich mir da mein Sternmetall farmen? Oder ich muss mal gucken wegen der Mod. Also nochmal, das werde ich nie wieder machen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Ewigkeiten hier oben rumstehe. Beim letzten Mal habe ich 1,5 Stunden hier gestanden. Ich warte jetzt noch die nächste Nacht ab. Und wenn dann wieder kein Sternmetallschauer ist, dann ja, machen wir die Ini.
Und ich muss mir dann überlegen, was ich mit dem Sternmetall mache. Es gibt eine Mod wohl dafür, dass man das aus verstärktem Stahl und Knochen, Drachenknochenstaub oder so craften kann. Aber die scheint nicht aktualisiert worden zu sein oder scheint eine Aktualisierung zu benötigen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nur mal eben kurz geguckt. Und dann gibt es ja noch eine Mod, die halt die Häufigkeit der Schauer erhöht. Müsste ich mir dann gegebenenfalls angucken. Nur so wie es jetzt ist, ist also grausam. Ich stehe wirklich blöd hier rum und weiß nicht, was ich machen soll. Da kann ich auch keine Timelapse machen. Weil dann haben wir ja eine Stunde Folge, die nur aus einer Timelapse besteht. Wir haben auch ganz viel Eis schon für den Kühlschrank. Wenn wir den einen bauen können oder zwei. Ja. Das ist wohl einer der Punkte, die nicht so schön sind in Conan Exiles. Ich bin mir auch nie sicher. Also die Sternmetallschauer, die kommen nur, wenn Spieler in der Nähe ist. Weil ansonsten müsste ja hier Sternmetall sein. Das schmilzt ja nicht oder ähnliches. Kommen wir hier hoch. Bleibt da oben. Und hier so die Ecke ist jetzt auch mir die einzig bekannte. Was denn jetzt? Ich dachte schon, die zwei wären zu dem Mammut runter. Komm, kletter mal da hoch. Und immer den Mammuts ausweichen. Weil auf so einen 15-Minuten-Kampf mit einem Mammut habe ich auch keine Lust. Aber da oben qualmt auch kein Harz. Es kann natürlich auch sein, dass ich völlig falsch liege und da hinten ist irgendwo Meteoritenschauer runtergekommen. Aber ich bin der Überzeugung, dass er nur da runterkommt, wo Spieler sind. So warst du es beim letzten Mal, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich warte jetzt noch bis zur nächsten Nacht ab. Und, ja. Sollte da nichts passieren, machen wir die eh nie. Und deswegen werde ich jetzt auch erstmal wieder Pause machen. Damit wir dann hinter die Ini auch noch in der Folge schaffen. Ja, ich würde einfach mal sagen, bis gleich. Jo, es ist Nacht. Und, ja. Es passiert wieder nichts. Ich habe keine Lust mehr. Es ist Singleplayer Player leider ja nicht optimal mit dem Meteoritenschauer und dem Sternmetall. Das letzte Mal habe ich, wie gesagt, so eine Stunde, anderthalb. Irgendwo dazwischen gewartet, aber ich bin jetzt auch schon wieder über eine Stunde. Ich glaube, ich bin bald auch schon dabei, anderthalb Stunden. Die ich einfach nur hier rumsitze und. Ja. Nee, ist albern. Keine Ahnung. Ich denke, wenn wir zurück sind, werde ich mir die benötigte Menge Sternmetall einfach spawnen und dann war's das.
Nur so viel, dass wir uns die Legionsrüstung einmal herstellen können. Aber ich denke, ich habe meine Arbeit gemacht, indem ich hier 1,5 Stunden rumgestanden habe. Mehr kann ich echt nicht machen. Mehr will ich nicht machen, sagen wir es so. Ich will jetzt nicht noch 1,5 Stunden hier stehen und den Himmel anstarren. Das ist mir ehrlich gesagt, da ist mir meine Zeit auch zu schade für. Und nochmal mache ich das nicht, wie schon gesagt. Also brauche ich nochmal Sternmetall, hole ich es mir entweder oben im Vulkan, wenn ich da richtig liege und nicht von den Schlangenfuzzis, aus den Waffen Sternmetall rausbekomme. Oder ich muss nach Mods gucken. Nur nochmal stelle ich mich nicht hier oben hin. Das ist echt albern. Kann man doch wirklich keinem empfehlen, der Singleplayer spielt. Macht keinen Sinn. So. Na gut. Und dann benutzt letztes Mal unseren Bogen hier. In your face. Oh, da ist ja noch einer. Huch. Huch. Macht ihr mal bitte den da? Hier, Sternmetall. Aua! Wieso haust du mich? Ich zieh doch nur deinem Kumpel gerade die Haut ab. Vielleicht haben wir noch Glück, wenn wir aus der Inni kommen. Ist Sternmetall da oder so? Wenn nicht, dann nicht. Um ehrlich zu sein, ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich überhaupt hier gewartet habe. Und Ladies, schnappt euch mal den da. Riesenhäuten ist doch ein Riesenspaß. Ich glaube, die Inni war sehr kurz, ne? Also einen muss er uns immer verpassen. Eis oder schwarzes Eis? Es ist normales, oder? Ich glaube schon. Oh, 10 Goldmünzen. So. Hier kann man noch rechts und links. Moment, gucken. Da ist eine Truhe. Noch eine Truhe.
noch ein Riese. Oh, noch ein Riese. Die Unkreuzung. Aha. Ich glaube, hier bin ich beim letzten Mal gar nicht reingegangen. Ich freue mich schon wieder aufs Aufräumen. Ich habe auch eben die Kisten einfach, die Sachen einfach nur irgendwo reingeschmissen. Muss ich naja auch noch wieder raussuchen und ordentlich wegpacken. Ich nehme jetzt einfach alles mit. Keine Zeit. Ah, da war noch wieder ein Golem-Teil. Nee, ne. Die habe ich alle. Was heißt denn die Unkreuzung? Hier kann man aber nicht durchgehen, oder? Oder ich hatte schon befürchtet, ich habe hier irgendwas Spezielles in all den Malen, wo ich hier war, nicht entdeckt. So, dann gehen wir noch auf die Seite. Da ist schon mal ein bisschen schwarzes Eis. Wer wird denn? Ja, da hat er nicht mit gerechnet. So, das schwarze Eis nehmen wir mit. Na. Das ist normales, oder? Nee. Alles schwarz. Cool. Kann man nie genug haben. Doch, kann man. Aber noch nicht. Haben wir nicht genug. Wir haben ja gerade mal 4000. Also hier bin ich beim letzten Mal nicht reingegangen. Auch die beiden Male davor, wo ich hier war, war ich nicht hier drin. Könnte ich mich daran erinnern, dass ich so viel schwarzes Eis mitgenommen hätte. Cool. Könnte auch alles Sternmetall sein, dann... Oh, gleich nochmal 10.000. Da kommen wir langsam mal in den Bereich, wo wir sagen können, ja, reicht. Da haben wir die 10.000 geknackt. Ist hier der Boss? Aber wo geht's denn dann in der Mitte hin?
Okay, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Oder geht's hier zum Vulkan hoch? Guck mal da. Steckt er sich da in der Ecke? Oh, oh. Lass mich in Ruhe. Ich dachte, ich hätte ihn ablenken können, Mädels. Dumbo. Hier kommt klar, ne? Ich hab den ganz alleine gemacht. In dem Popo. Weg da, Mädels, weg! Oh, jetzt muss ich dringend mal was trinken. Jawohl, dem haben wir es gezeigt. So, einmal. Oder Spitzhacke. Schwarzes Eis. Okay. Messerchen. Gehen gleich aber auch nochmal in den anderen Raum. Gucken, was da ist. Mal Schrift da. Frostschmieden, Spitzhacke aus schwarzem Eis. Yay. Nur wie doof, dass man da gar nicht mehr braucht, ne? Ich will da drauf sitzen. Wohl. Ja, ein bisschen kalt am Popo. Und dann gehen wir jetzt nochmal in den einen Raum. Ah, komm, reicht jetzt an schwarzem Eis. Sag noch einmal, ich wäre gierig. So, Mädels, Fass. Ist das jetzt auch? Nee. Oh, wer lootet denn da mitten im Kampf? Räumen wir in der Zeit schon mal ein bisschen auf.
Boah, geil, ein Tonkuchen. Beste. So, was gibt's hier? Was gibt's hier? Was habe ich hier immer übersehen? Nix. Toll. Kann man das irgendwie kaputt machen? Ja, geht mal lieber da weg. Nö. Hätte ja sein können, ne? Hier muss doch noch irgendwas sein. Komm schon. Da? Also Tour. Warum ist der Schmelzofen denn da? Ah. Was schwerer war. Pickel aus schwarzem Eis. Ja gut, gehärtete Stahlpickel habe ich jetzt nicht zufällig mit dabei. Ah, interessant. Wusste ich gar nicht. Habe ich noch nie besessen. Was ja easy, sich immer hier durchzuprügeln. Das ist ja fast so geil wie im Vulkan. Wir haben nicht zufällig irgendwas davon gelootet oder so, ne? Ein Langschwert, ne? Nee, leider nicht. Gehärteter Stahl können wir so hier in Schwarzeis Zeug um. Wie viel Schaden noch? 167. Ja gut, man ist jetzt natürlich auch verbessert. Ja, kann man vielleicht? Weiß ich nicht. Ah, nee. Ich würde nicht damit rechnen, dass ich nochmal hier hinkomme. Weil, wozu? Ich habe ja eine bessere Waffe, also. So, jetzt gehen wir nochmal raus für die Tür. In der Hoffnung, dass da. Natürlich ist der Zugang möglich. Na, dann müssen wir die jetzt auch nochmal machen. Hast du das? Gut. Nimm das, du Hund. Ich vermisse Gandalf schon. Zeit, dass wir zurückkommen. Da hinten ist auch nochmal Eis ohne Ende. Oh, hier ist eine Truhe. Zwei Truhen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das schwarze Eis lassen wir mal ausnahmsweise hier. Und dann machen wir draußen die beiden Riesen noch. Moment. Moment mal. Gehärteter Stahlhammer. Ne, wir brauchen. Was brauchen wir nochmal? Moment. Ah! Das war doch gehärteter Stahl, oder?
Oh, was kommst du denn jetzt schon wieder her? Hör mal auf, meine Freundin zu hauen. Eine für alle für einen. Und alle für mich. Oder so. Och, kann doch nicht möglich sein. Okay, schnell, bevor die auch noch wieder kommen. Lauf, kleines Jubo. Ich glaube, da ist einer hinter mir. Nee. Ja. Zack. Herstellen. Das sollte noch einen herstellen. Hier, komm. Was soll der Geiz? Wir haben es doch. Können wir den noch machen? Ne? Cool. Ist gut. Oh, ein bisschen mal. Sonst haben wir damit nichts, ne? Oder? Stahlpfeile? Ich meine, das wird sich jetzt nicht unbedingt lohnen. Oh, Kristallarm. Cool. Ne, ich glaube, das, die können wir auch noch machen. Ach ne, gehärteter Stahl brauchen wir. Okay. Und wieder raus. Haben wir zumindest mal ein bisschen was davon gemacht. Können wir die Kneipe an die Wand hängen. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge jetzt ist. Okay, ich baue die Riesen jetzt mal nicht ab. Dickes Leder kriegen wir auch woanders. Steht schon gelootet? Ja. So, dann machen wir den noch weg. So, wenn wir hier raus sind, werde ich jetzt gleich auch in den Admin-Modus wechseln. Und dann werde ich uns nach Hause teleportieren. Weil nach der Warterei hier oben bin ich echt fertig. Ich renne jetzt nicht noch wieder durch die Mammuts und Säbelzahntiger durch. Das tue ich mir jetzt echt nicht an. Nee. Nee. Nur ist gut. Wenn gut ist, ist gut. Aber hier ist auch kein Meteorit runtergekommen. Ja, also wie gesagt, werden wir uns das nächste Mal sehen. Werden ich durch Zufall exakt die Menge an Sternmetall gefunden haben, die wir brauchen, um die Legionsrüstung herzustellen. Nach wochenlangem Suchen hier habe ich es dann gefunden. Ne, ich suche schon seit Wochen nach vernünftigen Handwerkern. Da fange ich jetzt mit Sternmetall nicht auch noch an. So, ein müdes Jubo verabschiedet sich von euch. Hier oben zum Warten war echt anstrengend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.